Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Hearthstone. Mein Name ist Crash, begrüße euch ganz recht herzlich zu einer neuen Runde. Ich habe mir jetzt mal wieder zwei lustige neue Decks angeeignet, ein bisschen gebastelt und so. Und ihr seht schon, hier hat sich ein bisschen was verändert. Es sind ein paar Decks rausgeflogen, ein paar Decks dazugekommen. Und zwar habe ich mir einmal den Mecher dazu gemacht, oder Mecher. Das ist ein Mech-Mage, den ich mir so gebastelt habe. Und da ist eigentlich genau alles drin, was man braucht. Natürlich hier die Mech-Kombos. Dann noch natürlich ein Unstable Portal muss ja eigentlich immer drin sein. Frostbolt muss eigentlich auch mehr oder weniger eigentlich inzwischen in jedem Deck drin sein. Das ist relativ gut hier, denn der Erneuertron natürlich als guten Mech. Mad Scientist, um hier auch andere Karten zu kriegen. Wir haben ja hier zwei Secrets, Mirror Entities. Dann den Mechwalker, Snowjugger. Was gibt's noch schönes? Spider Tank hier als Mech. Goblin Blast mit eine sehr, sehr wichtige Karte für dieses Deck. Piloted Treader, Loathab. Archmage Antonidas mit den kleinen Spells, dass wir hier dann richtig krasse Kombos noch machen können mit dem Fireball, mit den Fireballs, die er uns gibt, und natürlich Sneeds Old Shredder, der als Mech natürlich auch richtig, richtig krass ist. Und das Ganze spielen wir jetzt einfach mal eine Runde im Rank direkt, obwohl ich habe das, ach komm, was soll's, ich habe das Deck gerade eben erst erstellt, ich weiß wirklich nicht, wie man spielt. Mech-Mage ist eigentlich immer so, ja, so lala, wisst ihr was, ja, ich überlege gerade, sollen wir schnell, ich muss überlegen, ja, ich weiß es nicht, ob wir jetzt abbrechen sollen, jetzt ist es eh zu spät. Naja, spielen wir halt mit dem Mecker mal eine Runde hier im Ranked. Eigentlich abbrechen hier, das ist Rang 17, eigentlich müssten wir das schaffen, hoffe ich zumindest. Ja, oh, natürlich, erstmal gegen den goldenen Druiden, alles klar, well played. Oh Gott. Die Hand gefällt mir eigentlich relativ gut. Ich hätte aber gerne ein paar Mechs auf die Hand. Ich mache das jetzt mal so weg. Zu gucken, Frostbolt und Loathab, leider kein Mech gekriegt. Das ist nicht so ganz gut. Wir werden jetzt den Mad Alchemist, Mad Scientist natürlich, nicht den Mad Alchemist spielen. Mechwarper bringt uns hier an dieser Stelle überhaupt nichts eigentlich. Wir grüßen natürlich Harry, Happy, irgendwas auf Wintervale. Hallo? Ah. Happy Feast of Wintervale. Okay, Mad Scientist ist eigentlich immer so ein relativer Standardstart. Ich denke, er wird nicht wissen, was wir jetzt spielen, weil das eigentlich so ziemlich jeder Mage gerade im Moment spielt, den Mad Scientist. Geht auch einmal... Geht er Face? Geht er Face? Ne, auf den Mad Scientist. Oder ne, er geht wirklich Face, okay. Ist das einer dieser, Alter, das kann ja wohl nicht wahr sein. Hey, wir kriegen hier gerade absolut gar nichts. Ah, das Problem ist, mit dem Wrath kann er den jetzt gut wegmachen. Aber wir haben ja eh noch keinen Mech auf der Hand. Von dem her ist das noch kein Problem. Und wir haben ihm schon mal zwei Schaden, ein Schaden gemacht, da er noch Rüstung hatte. Oh no, er kriegt einen Mana-Kristall. Das ist eine dieser Karten, die ich irgendwie nicht so ganz geil finde. Die werden wir jetzt auch mal direkt hier mal Abgang machen lassen. Ich finde es echt doof, dass ich gerade keine Mechs ziehe, wenn ich ehrlich bin. Irgendwie läuft das Deck hier noch nicht so wirklich rund. Ich habe nicht mal einen Zweier-Drop-Mech. Obwohl ich sehr, sehr viele eigentlich in meinem Deck drin habe. Im nächsten Zug können wir den Goblin Blast Mage spielen. Ah, okay. Den hätte ich gerne. Da ist er doch! Yay! Okay, wir können ihn trotzdem nicht spielen. Die Frage ist, riskieren wir das jetzt? Einmal muss er treffen. Einmal sollte er treffen. Oder gehen wir auf Safe? Ach komm, was soll's. Zack, wir machen volle Kanne Risky. Komm, einmal hier rein. Yes! Perfekt gelaufen. Dann machen wir den nämlich weg hier. Kriegen unsere Mirror Entity. Ja, ja, natürlich. Slippery! Kriegt er natürlich direkt ein mit Stealth. Das ist natürlich richtig blöd jetzt. Ich hoffe, er legt jetzt ein... Komm bitte, ein Sludge Belcher. Du hast doch sicherlich... Du bist doch ein Druide auf Gold. Sludge Belcher muss doch jetzt... Wild Grow... Boah. Oder er spielt gar nichts. Er überprüft jetzt natürlich, was das für ein Secret ist. Greift jetzt hier aber auch nicht mit dem Ding hier an. Das finde ich seltsam. Spielen jetzt hier mal ein bisschen Mech-Action hier und klopfen ihn immer weiter runter. Ich, boah, bitte. Bitte lass ihn jetzt einfach so ein richtig cooles so Ding spielen, ey. So richtig
großen, dicken, keine Ahnung, was gibt's denn da schön? Das kommt schon. Nein, Swipe, warum Swipe? Ach komm. Okay, jetzt würde wahrscheinlich unser kleiner, ja, war ja klar, dass er den wegmacht, aber im nächsten Zug wird er dafür eine Runde Ding zu spielen kriegen. Ich habe mir erst überlegt, sollen wir Lower Tap spielen, aber Lower Tap hätte hier halt an dieser Stelle auch nicht so viel gemacht. Er weiß höchstwahrscheinlich, was das hier ist auch, deswegen will er hier jetzt gerade im Moment nicht drauf reagieren. Jetzt spielen wir den hier noch raus, machen so und Enturn. Komm schon, spiel jetzt irgendwas raus. Noch sieht's gut aus. Wer weiß, vielleicht ist es aber auch ein Reno Jackson Druid. Ich weiß gar nicht, was der. Was hat denn der? Wie heißen die denn nochmal? Ah, Highlander oder sowas. Okay, der kommt wohl sehr, sehr gerne daraus. Ja, gut, danke. By the power of Ragnaros, I have the power. Ja gut, das ist dann wohl ein Well Played, oder? Ich hab hier, ja. Well, jawohl! Da haben wir erstmal den ersten Sieg gegen den goldenen Druiden gemacht. Mit dem Mech-Mage. Mit dem Mecker. Winstreak-Bonus noch erhalten. Sind also jetzt... Ja, also der hat jetzt irgendwie nicht so gut gerade gespielt, muss ich sagen. 16 mit 2 Sternchen. Spielen wir gerade mal noch eine Runde gleich hinterher mit dem Mech-Mage hier, dass wir die Quest auch mal erledigen, die wir gerade haben. Wir haben auch inzwischen 660 Gold, also an Geld mangelt es uns langsam auch nicht mehr so wirklich. Finde ich eigentlich relativ gut. Irgendwann mal werden wir auch von diesem schönen Geld, das wir haben, ein richtig schönes Pack-Opening machen. Oh, Gul'dan. Oh, der Feldmarschall. Oh, Junge, Junge, der Feldmarschall. Ja, die Hand finde ich eigentlich relativ gut. Wir haben hier einen 2er- und 3er Drop, rein Theorie her, von der Theorie her, wenn der Mech Warper auf dem Board bleibt. Ist halt die Frage, wenn der ein Ding spielt. Einen, wie heißt der nochmal, diesen Wichtel, der ihm selber 3 Schaden macht, dann ist das immer ein bisschen problematisch. Wir können gut den hier rausspielen. Grüß natürlich. Happy Feast of Winter Whale, mein Freund. Und gucke mal, dass das hier alles läuft. Lebragnom ist meiner Meinung nach eigentlich so ein relativ guter Anfang, weil wir nämlich jetzt hier den hier spielen können, den hier wegmachen können. Wir wollen natürlich, dass die Mechs aufs Board kommen. Die coolen. Komm, du hast jetzt keinen, der den 2-3er wegmachen könnte. Hätte den Coin, könnte sich... Okay, den werde ich aber jetzt auch wegmachen. Und dafür spiele ich Macaroni. Ein Macaroni spielen wir da. Ich will eigentlich... Ah, ich will den Mech spielen. Ich kann aber nicht. Ich kann aber nicht. Oh, das tut so weh. Naja, was soll's. Damage geht trotzdem drauf. Und das wollen wir natürlich. Jetzt bin ich gerade gegen mein Mikro gestoßen. Es tut mir leid, falls man das gehört hat. So. Okay, er coined für 4 Mana. Oh. I see what you did there, my friend. I see what you did there. Wir wollen ihn mal nicht kaputt machen. Ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen, dass er da jetzt irgendwas Krasses rausholt. So ein... Ah, ich hätte... Für Mirror Entity wird das auch aktiv, wenn... Das ist nur, wenn er... When your opponent plays. Oh, echt jetzt noch ein? Okay, wir spielen jetzt hier mal Mirror Entity und natürlich das Ding hier. Echt jetzt? Okay, gehen weiterhin Face. Haben ihn auf 12 inzwischen. Und das Problem ist halt, er könnte jetzt, wenn er richtig Glück hat, sage ich schon fast, wenn er hier Glück hat, holt er sich jetzt. Wenn er jetzt richtig Glück hat, holt er sich natürlich hier durch die Demons, die er da hat, irgendwas Krasses raus aufs Board. Ich würde jetzt hier den hier kaputt machen. Lol, er geht auf den, okay. What? Okay, Torn, shit. Das ist natürlich nicht geil. Jetzt haben wir langsam ein Problem. Mach doch meinen Mech Warper kaputt. Ist nicht gut, Leute, ist nicht gut.
Ich hoffe jetzt einfach mal, dass er irgendwas Cooles jetzt spielt für uns. Irgendwas, was wir brauchen können. Irgendwas Dickes am besten. Der Vorteil ist natürlich, dass wir ihn schon so weit unten haben. Er kann eigentlich relativ wenig gerade im Moment machen. Wenn er jetzt da draufhauen würde und es kommt ein Doomsayer raus, wäre das natürlich ideal. Aber die Hoffnung ist natürlich sehr gering, dass das passieren wird. Okay, Power Overwhelming drauf geht natürlich voll faced. Das tut auch ganz schön weh hier. Aber das stirbt dafür und da kommt hundertprozentig irgendwas Krasses raus, was kein Mensch brauchen wird. Und ich werde gerade wieder angeschrieben, alles klar. Hä, lol? Ach so, er hat keinen Demon auf mehr auf der Hand. Ja, das ist ja mal dumm gelaufen, ne? So. Damage go, hätte ich mal gesagt. Komm, viermal hier rein. Komm, kein Doomsayer. Oh Gott, sei es gedankt. Den hier noch raus und enturn. 5-5er ist relativ stark. Wenn er jetzt was rausspielt, ist natürlich auch relativ gut, weil er muss jetzt was aufs Board bringen. Model Coil, ja gut, okay. Er hat immer noch 6 Mana, kann immer noch was krasses aufs Board bringen. Oh nein, er hat kein Hellfire, oder? Yes, da haben wir gewonnen. Well played. Ha, da sind wir ja schon wieder auf Rang 15, liebe Freunde, oder? Okay, die Sterne werden mal wieder nicht angezeigt, komischerweise. Und überhaupt, wir haben auch keine XP gekriegt, alles klar. Hearthstone will mal wieder nicht. Wir sind 15 mit einem Stand, finde ich sehr, sehr schön. Und ich bedanke mich recht herzlich hiermit fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich einen Daumen nach oben da. Schreibt was Schönes in die Kommentare und vergesst natürlich nicht zu abonnieren. Und hier nochmal ganz kurz das Deck, mit dem ich gerade gespielt habe. Der gute Mecker. Ist ein ganz stabiles Deck, muss ich sagen. Gefällt mir, ich spiele es sehr, sehr gerne. Und das sind jetzt wirklich die zwei ersten Spiele, die ich hier mit dem Mecker gespielt habe. Aber es spielt sich halt wie eigentlich fast jeder Mage eigentlich. Ist aber relativ stabil, relativ schnell auch, wenn man die richtigen Karten zieht. Und man kann gut Sachen damit machen. Deswegen könnt ihr gerne auch mal mit dem Deck hier in der Runde spielen. Und man sieht sich dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Hearthstone oder in einem anderen Let's Play. Bis die Tage denn. Tschüss.